Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Nesca Einsteiger-Guide-Serie. Nachdem wir uns im ersten Teil alles Grundlegende oberflächlich des Nesca Sports angeschaut haben, gehen wir in diesem zweiten Teil mal auf die Nesca Cup Series Fahrer ein. Um das Video nicht ganz so lang zu machen, haben wir etwas selektiert nach den Fahrern, die wirklich Vollzeit unterwegs sind. Ansonsten hätten wir wahrscheinlich über 40 Fahrer, die wir hier besprechen müssten. Wir reden einfach mal so ein bisschen über die Erfolge der jeweiligen Fahrer in den drei Hauptserien, das heißt der Nesca Cup Serie, der Nesca Xfinity Serie und der Truck Series, wobei ich diese drei auch immer genauso nennen werde, auch wenn teilweise die Serien früher einen leicht anderen Namen hatten, wie zum Beispiel Busch Series oder ähnliches. Ich spreche aber einfach von Xfinity, also der zweiten Liga, und der Truck Series als dritten Liga. Ansonsten bei den großen Erfolgen als Rennsiegen werden wir auch nur die Crown Jewel Rennen besprechen, das heißt ein Daytona 500 Sieg, ein Coca-Cola 600 Sieg, also im Charlotte Rennen, ein Brickyard 400 Sieg, also in dem Indianapolis Rennen, oder ein Southern 500 Sieg in Darlington wird hier erwähnt werden, da das eben die prestigeträchtigsten Rennen der Saison sind, vergleichbar mit einem Rennsieg in Monaco in der Formel 1. Ja, dann würde ich sagen, legen wir doch gleich mal los mit dem Fahrer der Nummer 1, Ross Chastain. Ross Chastain fährt aktuell fürs Trackhouse-Team, was übrigens das Team von dem Sänger Pitbull ist und dementsprechend auch eine Allianz mit RCR, also Richard Childress Racing, hat. Dementsprechend also auch da im relativ guten Equipment unterwegs ist. Ross Chastain hat einen tatsächlich ziemlich lustigen Nickname, also Spitznamen bekommen. Man nennt ihn nämlich The Watermelon Man, also den Wassermelonenmann. Das kommt daher, da er aus einer Familie von Wassermelonenbauern kommt. Und dementsprechend hat er auch einen Winning Move, wenn man so möchte, also Zelebration nach einem Sieg, wo er auf sein eigenes Autodach steigt und dann eine Wassermelone auf die Victory Lane bzw. auf die Start-Ziel-Gerade wirft. Ist immer sehr lustig anzusehen, natürlich alles mit Humor ein bisschen nehmen. Man sieht auf seinem Auto auch immer wieder Melonen bei seiner Name Rail oben an dem Auto dran stehen oder auch an seinem Pit-Sign. Ist eine lustige Melone mit Cappy und Sonnenbrille, also da relativ gut zu sehen. Ansonsten hat er gerade sein allererstes Cup-Rennen in dem Circuit of the Americas 2022, damit vielleicht auch etabliert im Cup. Gehen wir mal so ein bisschen durch, was er erreicht hat. Er war nämlich 2019 der Most Popular Driver in der Truck Series. Kurz einmal zur Erklärung, es gibt in jeder Serie am Ende eines Jahres eine Abstimmung von den Zuschauern, wer der beliebteste Fahrer der jeweiligen Serie ist. Und das wird dann am Ende des Jahres veröffentlicht und 2019 hat eben Ross Chastain das in der Truck Series gewonnen. Ansonsten ist Ross Chastain am 4. Dezember 1992 in Alva, Florida geboren, hat insgesamt 3 Truck, 2 Xfinity und einen Cup-Sieg und ist seit 2017 im Cup. Dazu sei gesagt, bei diesen Daten, seit wann wer im Cup ist, nehme ich immer das allererste Jahr, das muss aber noch kein Vollzeitjahr sein. Wenn aber dieses Jahr, also 2022, zum Aufnahmezeitpunkt das erste Vollzeitjahr ist, werde ich es erwähnen, wie zum Beispiel auch bei der Nummer 2, Austin Cindric. Austin Louis Cindric, wie er mit vollem Namen heißt, fährt aktuell für Team Penske, also einer der großen Ford-Organisationen. Er ist der frischgebackene 2022 Daytona 500-Sieger und hat 2020 die Xfinity-Serie für sich entscheiden können, genauso wie er im selben Jahr in der Xfinity-Serie der Regular-Season-Champion geworden ist. Der Regular-Season-Champion ist, wenn man vor den Playoffs, wie der Name schon sagt, die meisten Punkte erreicht hat und dementsprechend sich da nochmal extra Punkte für sichern konnte. Er ist am 3. September 1998 in Columbus, Ohio geboren und hat einen Truck-Sieg, 13 Xfinity Series Siege und ein Cup Sieg. Er ist seit 2021 im Cup unterwegs, wobei 2022 jetzt seine erste Vollzeitsaison ist. Nummer 3, Austin Dillon. Austin Reed Dillon fährt aktuell für Richard Childress Racing, kurz RCR. Er ist der Enkel von genau diesem Richard Childress, dem ehemaligen Nesca-Fahrer, und Sohn von RCR-Manager Mike Dillon. 2011 konnte er die Truck Series für sich entscheiden, genauso wie er 2013 der Xfinity Champion war. 2017 konnte er das Coca-Cola 600 in Charlotte gewinnen
und 2018 ebenfalls das Daytona 500. 2010 ist er in der Truck Series der Rookie of the Year geworden, also der beste Neueinsteiger. In 2011 ist er ebenfalls in der Truck Series der Most Popular Driver geworden. 2012 konnte er sich ebenfalls den Titel Xfinity Rookie of the Year sichern. Er ist am 27. April 1990 in Welcome, North Carolina geboren. Er hat insgesamt 7 Truck Series Siege, 9 Xfinity Siege und 3 Siege in der Cup Series, wo er seit 2011 unterwegs ist. Nummer 4, Kevin Harvick. Kevin Michael Harvick, auch Happy Harvick für seine gelegentlichen Wutausbrüche und sein Smiley als Pit-Sign genannt, fährt aktuell für Stewart Haas Racing. Außerdem hat er sich über die Jahre den Namen The Closer oder Mr. Where Did He Come From als Spitznamen gesichert, da er einige Zeit lang Siege von sehr weit hinten kurz vor Schluss für sich entscheiden konnte. Er ist der 2014 Nesca Cup Series Champion und hat sich ebenfalls 2001 und 2006 die Xfinity Series geholt. Er hat insgesamt alle 4 Crown Jewel Rennen mindestens einmal gewonnen, darunter 2007 das Daytona 500, 2003, 2019 und 2020 das Brickyard 400, 2011 und 2013 das Coca-Cola 600 und 2014 sowie 2020 das 1500 in Darlington. Er war 2001 der Cup Series Rookie of the Year, genauso wie er im Jahr 2000 der Xfinity Rookie of the Year war und in der Jahre 2001 der Xfinity Series Most Popular Driver. Kevin Harvick ist am 8. Dezember 1985 in Bakersfield, Kalifornien geboren und hat insgesamt 14 Truck Series Rennen sowie 47 Xfinity Series und 58 Cup-Siege erreicht. Er ist seit 2001 im Cup unterwegs und damit einer der ältesten Cup-Series-Piloten. Nummer 5, Kyle Larson. Kyle Miata Larson, auch Young Money für sein großes Talent im jungen Alter genannt, fährt aktuell für Hendrick Motorsports HMS. Er ist der amtierende 2021 Nesca Cup Series Champion und hat sich in diesem Jahr auch die Cup Series Regular Season Championship geholt. Ebenfalls in 2021 konnte er das Coca-Cola 600 in Charlotte gewinnen. Kyle Larson hat einen Dirt Racer Background. Er kommt also von den Dirt-Strecken, diesen Lehm- bzw. Matt-Strecken zu Deutsch übersetzt, und konnte dort im Jahre 2020 bzw. 2021 die Chili Bowls Nationals, den sogenannten Super Bowl des Midget Racings, als Sieger absolvieren. 2013 wurde er in der Xfinity Series der Rookie of the Year, genauso wie ein Jahr später, 2014, er denselben Titel, Rookie of the Year, in der Cup Series erreichen konnte. Kyle Larson ist am 31. Juli 1992 in Elk Grove, Kalifornien geboren und hat 2 Truck Series Siege, 12 Xfinity Siege und 17 Cup Siege. Er ist seit 2013 in der Cup Series unterwegs. Nummer 6, Brad Keselowski. Bradley Aaron Keselowski fährt aktuell für Roush Fenway Keselowski Racing, kurz RFK Racing. Dort ist er, wie man am Namen auch schon sieht, mittlerweile Team-Mitbesitzer. Letzte Saison ist er noch für Team Penske in der Nummer 2 unterwegs gewesen, in der nun Austin Sindrick sitzt. Brad Keselowski hat den Spitznamen Bad Bad Brad, da er bekannt ist, andere Autos zu wrecken bzw. schnell in Unfällen verwickelt zu sein, oder einfach nur Kes, geschrieben K-E-Z, für die Abkürzung für Keselowski. Brad Keselowski ist der 2012 Cup Series Champion, genauso wie er 2010 die Xfinity Series für sich entscheiden konnte. Er hat 2018 das Southern 500 in Darlington, ebenso wie das Brickyard 400 in Indianapolis gewonnen. 2020 hat er ebenfalls das Coca-Cola 600 in Charlotte gewonnen. Dementsprechend fehlt ihm nur noch ein Daytona 500-Sieg. In den Jahren 2008, 2009 und 2010 wurde er in der Xfinity Series zum Most Popular Driver gekrönt. Brad Keselowski ist am 12. Februar 1984 in Rochester Hills in Michigan geboren. Er hat einen Truck-Sieg, 39 Xfinity und 35 Cup-Siege eingefahren. Er ist seit 2008 im Cup.
Matt Keselowski ist dafür bekannt, ein sehr guter Short-Track- und Super-Speedway-Fahrer zu sein, auch wenn er dort teilweise sehr aggressiv unterwegs ist. Nummer 7. Corey LaJoy. Corey Daniel LaJoy fährt aktuell für Spire Motorsports. Er ist der Sohn vom zweimaligen Xfinity-Champion Randy LaJoy. Corey LaJoy ist am 25. September 1991 in Charlotte, North Carolina geboren und hat in noch keiner der drei Haupt-NESCA-Serien bisher einen Sieg erringen können. Er ist aber seit 2014 im Cup dabei. Sein bestes Finish in der Cup-Series ist der 5. Platz in der 2022er Ausgabe des neuen Atlanta Super Speedway-Renns. Nummer 8. Tyler Reddick. Tyler George Reddick fährt aktuell für Richard Childress Racing. Er ist der 2018 und 2019 Xfinity Series Champion. 2018 hat er in dieser Serie ebenfalls den Titel Rookie of the Year bekommen. 2016 wurde er in der Truck Series der Most Popular Driver. Tyler Reddick ist am 11. Januar 1996 in Corning, Carolina geboren und hat 3 Truck Series Siege sowohl wie 9 Xfinity Siege. In der Cup Series wartet er allerdings noch auf seinen ersten Sieg. Dort ist er seit 2019 im Einsatz. Nummer 9. Chase Elliott. William Clyde Elliott II., genannt Chase, fährt aktuell für Hendrick Motorsports, auch HMS abgekürzt. Er ist der 2020 Cup Series Champion und konnte 2014 die Xfinity Series für sich entscheiden. 2014 wurde er ebenfalls in der Xfinity Series der Rookie of the Year, sowohl wie 2014 und im darauffolgenden 2015er Jahr in dieser Serie Most Popular Driver. 2016 wurde er in der Cup Series Rookie of the Year. 2018, 19, 20 und 2021 wurde in der Cup Series zum Most Popular Driver gewählt. Dies kommt vor allem daher, da er der Sohn vom 1988er Cup Champion Bill Elliott ist, der auch damals sehr beliebt war. Chase Elliott ist am 28. November 1995 in Dawsonville, Georgia geboren. Er hat 3 Truck-Siege, 5 Xfinity-Siege und 13 Mal im Cup gewonnen. Er ist seit 2015 in der höchsten Klasse des NESCAs unterwegs. Außerdem gilt Chase Elliott durch zahlreiche Roadcourse-Siege als absoluter Spezialist, wenn es darum geht, mit dem NESCA-Auto Links- und Rechtskurven zu bewältigen. Nummer 10. Eric Almirola. Eric Michael Almirola, auch The Cuban Missile wegen der kubanischen Familienwurzeln genannt, fährt aktuell für Stuart Haas Racing, auch genannt SHR. Eric Almirola ist am 14. März 1984 in Fort Walton Beach, Florida geboren, hat 2 Truck-Siege, 3 Xfinity-Siege und 3 Cup-Siege, wobei er jeweils ein Rennen in Daytona und Talladega gewonnen hat. Er ist seit 2007 in der Cup Series unterwegs. Nummer 11. Denny Hamlin. James Dennis Allen Hamlin fährt aktuell für Joe Gibbs Racing, JGR. Er ist dreimaliger Daytona 500-Sieger, nämlich in den Jahren 2016, 2019 und 2020. Er hat ebenfalls dreimal das Southland 500 in Darlington für sich entscheiden können, in den Jahren 2010, 2017 und 2021. 2006 wurde er der Cup Series Rookie of the Year. Denny Hamlin ist am 18. November 1980 in Tampa, Florida geboren. Er hat 2 Truck Series Siege, 17 Mal in der Xfinity Series gewonnen und 46 Cup Series Siege. Er ist seit 2005 in der Cup Series unterwegs. Allerdings ist Denny Hamlin nicht allzu sehr bei den Fans beliebt, da er offen NESCA und aggressives Fahren einiger Fahrer kritisiert, welches ihm ein gewisses Crybaby-Image verpasst hat. Nummer 12. Ryan Blaney. Ryan Michael Blaney fährt aktuell für Team Penske. Er ist bekannt für seine sehr ruhige Art, vor allem in Interviews, und dass er bei Siegen die Siegerflagge an junge Fans verschenkt. Er ist der 2013 Truck Series Rookie of the Year und hat es geschafft, im nächsten Jahr 2014 der Truck Most Popular Driver zu werden. Ryan Blaney ist am 31. Dezember 1993 in Trumbull County in Ohio geboren.
Er hat 4 TWAC-Siege, 7 Xfinity-Siege und ebenfalls 7-mal im Cup gewonnen. Er ist seit 2014 im Cup unterwegs und bekannt, ein sehr guter Superspeedway und ein guter Roadcross-Racer zu sein. Nummer 14, Chase Briscoe. Chase David Wayne Briscoe fährt aktuell für Stuart Haas Racing SHR. Er ist 2017 der Truck Series Rookie of the Year geworden. Im selben Jahr konnte er ebenfalls den Titel Most Popular Driver in dieser Serie erreichen. 2019 ist er in der Xfinity Series Rookie of the Year gewesen. 2 Jahre später, im Jahr 2021, konnte er ebenfalls in der Cup Series Rookie of the Year werden. Hat also in jeder Series, in der er gefahren ist, diesen Titel erreicht. Chase Briscoe ist am 15. Dezember 1994 in Mitchell, Indiana geboren. Er hat 2 Truck-Siege, 11 Xfinity und einen Cup-Sieg. Er ist seit 2021 im Cup unterwegs. Nummer 17. Chris Buescher. Christopher William Buescher fährt aktuell für Roush Fenway Keselowski Racing, RFK Racing. Er ist der 2015er Xfinity Series Champion. Chris Buescher ist am 29. Oktober 1992 in Prosper, Texas geboren. Er hat keinen Truck-Sieg, allerdings dafür 3-mal in der Xfinity und 1-mal in der Cup Series gewonnen. In der Cup Series ist er seit 2015 aktiv. Nummer 18, Kyle Busch. Kyle Thomas Busch ist aktuell Fahrer für Joe Gibbs Racing, JGR. Er hat mehrere Spitznamen, wie zum Beispiel Rowdy, den er für seinen sehr aggressiven Driving-Style bekommen hat. Ebenfalls hat er aus diesem Spitznamen Rowdy später eine Energy-Drink-Marke gemacht, wo er Mitbesitzer ist. Außerdem nennt man ihn auch den Candyman, da er einige Jahre lang mit Autos gefahren ist, die von der Mars Company, vor allem von M&M's, gesponsert wurden. Also daher Süßigkeitenmann für Autos, die vor allem durch Süßigkeiten geschmückt wurden. Von Fans wird er auch öfter mal KFB abgekürzt, was für Kyle dann das F-Wort Busch steht und natürlich meistens im negativen Kontext gemeint ist. Kyle Busch ist der 2015 und 2019 Cup Series Champion. 2018 und 2019 konnte er in der Cup Series den Regular Season Championship Titel für sich holen. Genauso wie er 2009 in der Xfinity Series als Champion hervorging. Er hat die meisten Siege in der Xfinity Series aller Zeiten, genauso wie er dasselbe auch in der Truck Series erreicht hat. Er war der erste Fahrer, der in der Cup Series auf allen Strecken, wo er angetreten ist, auch gewonnen hat. Er hat 2018 das Coca-Cola 600 gewonnen und ist 2004 der Xfinity Rookie of the Year geworden. 2005 hat er diesen Titel auch in der Cup Series geholt. Kyle Busch ist am 2. Mai 1985 in Las Vegas, Nevada geboren. Er hat 61 Truck Series Siege, 102 Xfinity Series Siege und 59 Mal in der Cup Series gewonnen. In dieser Serie ist er seit 2003 unterwegs. Kyle Busch hat das Image des Bad Boys des NASCAR-Feldes. Er wird bei fast jedem Rennen von den Fans ausgebuht. Kyle Busch ist bekannt für sehr exzessives Beschweren über das Auto, gerade im Verhältnis zu seiner Crew, und dann aber trotzdem sehr, sehr starke Comebacks später im Rennen. Kyle Buschs Winning-Move ist, dass er sich mit der Siegerfahne in der Hand vor dem buhenden Publikum verbeugt und manchmal noch eine Crybaby-Geste Richtung Fans dazugibt. Nummer 19, Martin Truex Jr. Martin Lee Truex Jr., auch einfach verkürzt MTJ genannt, fährt aktuell für Joe Gibbs Racing, JGR. Er ist der 2017 Cup Series Champion. In diesem Jahr konnte er außerdem die Regular Season für sich entscheiden. 2004 und 2005 wurde er Xfinity Series Champion. 2016 und 2019 hat er das Coca-Cola 600 in Charlotte gewonnen. 2016 ebenfalls das 1500 in Darlington. Und in den Jahren 2004 und 2005 wurde er in der Xfinity Series zum Most Popular Driver gewählt. Martin Truex Jr. ist am 29. Juni 1980 in Magetta, New Jersey geboren. Er hat einen Truck Series Win, der übrigens
bei der ersten Ausgabe das Bristol Dirt Rennen kam, 13 Xfinity-Siege und 31 Mal im Cup. Nummer 20, Christopher Bell. Christopher David Bell fährt aktuell für Joe Gibbs Racing. Er ist der 2017er Truck Series Champion. In diesem Jahr konnte er sich auch die Truck Season Regular Season Championship sichern. Er hat, ähnlich wie Kyle Larson, in den Jahren 2017, 2018 und 2019 das Chili Bowl National gewonnen, also dieses berühmte Dirt-Rennen. Christopher Bell ist am 16. Dezember 1994 in Norman, Oklahoma geboren. Er hat 7 Truck-Siege, 17 Mal in der Xfinity Series und einmal im Cup gewonnen. In der Cup Series ist er seit 2020 aktiv. Er hat, ähnlich wie Kyle Larson, einen Dirt-Racer-Background, ist auch ein guter Roadcourse-Rennfahrer und hat 2021 die Ausgabe des Daytona Roadcourses gewonnen. Nummer 21, Harrison Burton. Harrison Brian Burton fährt aktuell für die Wood Brothers. Dieses Wood Brothers Racing Team ist ein Penske-Satellitenteam, kriegt da also die Vorteile her. Harrison Burton hat 2020 den Xfinity Series Rookie of the Year Award gewonnen. Er ist der Sohn vom ehemaligen NASCAR-Fahrer und NBC-Analysten Jeff Burton und der Cousin von Xfinity-Fahrer Jeb Burton. Harrison Burton ist am 9. Oktober 2000 in Huntersville, North Carolina gewonnen. Er hat bisher nur 4 Mal in der Xfinity Series gewonnen. Seit 2021 ist er jetzt in der Cup Series unterwegs, wobei diese Saison seine erste Vollzeitsaison ist. Nummer 22, Joey Logano. Joseph Thomas Logano fährt aktuell für Team Penske. Er ist der 2018er Cup Series Champion und der jüngste Xfinity Series Rennsieger. Bei seinem ersten Rennsieg in der Xfinity Serie war er gerade mal 18 Jahre und 21 Tage alt. Dasselbe Kunststück gelang ihm im Cup, wo er ebenfalls der jüngste Cup Series Rennsieger ist, mit gerade mal 19 Jahren und 35 Tagen. 2015 konnte er dazu das Daytona 500 gewinnen. Er ist der erste Fahrer, der alle 3 Rennen einer Playoff-Runde in der Cup Series gewinnen konnte, also sweepen konnte. 2019 ist er in der Cup Series der Rookie of the Year gewesen. Joey Logano ist am 24. Mai 1990 in Middletown, Connecticut geboren, hat 1 Truck-Sieg, 30 Xfinity-Siege und 27 Cup-Siege. Bei vielen Fans ist Joey Logano nicht gerade beliebt, da er früh in seiner Karriere in eine Kontroverse mit dem sehr beliebten Fahrer Matt Kenseth geriet. Dazu ist er ein sehr aggressiver Superspeedway-Fahrer, hat aber für die daraus entstehenden Unfälle ein Crybaby-Image bekommen, der sich oft über die Gefährlichkeit dieser Rennen beschwert hat. Nummer 23, Bubba Wallace. Darrell Wallace Jr., genannt Bubba, fährt aktuell für 2311 Racing, dem Team von dem Basketballer Michael Jordan und Denny Hamlin. Bubba Wallace ist der erste afroamerikanische Fahrer, der Vollzeit in allen 3 NASCAR-Series gefahren ist. 2021 konnte er das Rennen in Talladega gewinnen. Die Bedeutung für diesen Rennsieg könnt ihr vor allem in der neuen Netflix-Serie Race Bubba Wallace nachschauen, kann ich euch an dieser Stelle nur empfehlen. Außerdem ist Bubba Wallace der erste afroamerikanische Rennsieger in der Truck-Series gewesen. Er ist am 8. Oktober 1993 in Mobile, Alabama geboren. Er hat 6 Mal in der Truck Series und 1 Mal in der Cup Series gewonnen. Dort ist er seit 2017 aktiv. Bubba Wallace ist vor allem dafür bekannt, dass er sich für die Black Lives Matter Bewegung einsetzt und hat unter anderem ein Verbot der rassistischen Konföderiertenflagge im NASCAR erwirkt. Nummer 24, William Byron. William McComas Byron Jr., auch Willie B genannt, fährt aktuell für Hendrick Motorsports, HMS. Er ist der 2017er Xfinity Series Champion. Er hat in der Truck Series die meisten Siege eines Rookies, also eines Einsteigers, in seinem ersten Jahr geholt. Das waren 7 Stück. 2016 wurde er dementsprechend auch der Truck Series Rookie of the Year. 2017 gelingt ihm dasselbe
in der Xfinity Series und 2018 in der Cup Series. Er hat also in jedem aufeinanderfolgenden Jahr in der nächsthöheren Klasse den Titel Rookie of the Year geholt. Er übernahm die Nummer 24 vom viermaligen Champion Jeff Gordon und ist dadurch bei vielen Fans ziemlich beliebt. William Byron ist am 29. November 1997 in Charlotte, North Carolina geboren worden. Er hat 7 Truck-Siege, 4-mal Xfinity und 3-mal in der Cup-Serie gewonnen. Er ist seit 2018 in der Cup-Serie unterwegs. Außerdem ist er dafür bekannt, dass er in jungen Jahren vor allem durch das Sim-Racing und durch die Rennsimulation iRacing entdeckt wurde und dadurch einen Platz in der Truck-Series bekommen hat. Nummer 31, Justin Haley. Justin C. Haley fährt aktuell für Corlic Racing, welche eine Allianz mit RCR, also Richard Childress Racing, haben. Justin Haley ist am 28. April 1998 in Winnemac, Indiana, geboren. Er hat 3-mal in der Truck Series, 4-mal in der Xfinity und 1-mal in der Cup Series gewinnen können. Seit 2019 ist er in der Cup Series unterwegs, wobei diese Saison seine erste Vollzeitsaison ist. Nummer 34, Michael McDowell. Michael Christopher McDowell fährt aktuell für Front Row Motorsports, welche eine technische Allianz mit RFK Racing haben. Er hat 2021 überraschend das Daytona 500 gewinnen können. Michael McDowell ist am 21. Dezember 1984 in Phoenix, Arizona geboren worden. Er hat einen Xfinity Series und einen Cup Series Sieg, wobei er seit 2008 in der Cup Series unterwegs ist. Er ist vor allem als guter Road Racer bekannt. Nummer 38, Todd Gilliland. Todd J. Gilliland fährt aktuell für Front Row Motorsports, welche eine technische Allianz mit RFK Racing haben. Er ist der Sohn vom NASCAR-Fahrer und Teambesitzer David Gilliland. Todd Gilliland ist am 15. Mai im Jahre 2000 in Sherrills Ford, North Carolina, geboren worden. Er hat bislang 2 Truck Series-Siege. In der Cup Series ist er seit 2022 unterwegs. Dementsprechend ist dieses auch seine erste Vollzeitsaison. Nummer 41, Cole Custer. Cole Matthew Custer fährt aktuell für Stuart Haas Racing, SHR. Er ist der jüngste Truck Series Rennsieger mit gerade mal 16 Jahren, 7 Monaten und 28 Tagen. Er ist der 2020er Cup Series Rookie of the Year. Cole Custer ist am 23. November 1998 in Ladera Ranch, Kalifornien, geboren worden. Er hat 2 Truck-Siege, 10 Xfinity-Siege und 1 Cup-Sieg, wobei er seit 2018 im Cup unterwegs ist. Nummer 42, Ty Dillon. Tyler Reed Dillon fährt aktuell für Petty GMS, welche eine technische Allianz mit RCR haben. Er ist der jüngere Bruder von in der Nummer 3 fahrenden Austin Dillon. Ty Dillon ist 2012 Truck Series Rookie of the Year geworden, genauso wie er 2013 der Truck Series Most Popular Driver wurde. Am 27. Februar 1992 ist er in Lawsonsville, North Carolina, geboren. Er hat 3-mal in der Truck Series und 1-mal in der Xfinity Series gewinnen können. Seit 2014 ist er aber immer wieder in der Cup Series am Start. Nummer 43, Eric Jones. Eric Benjamin Jones fährt aktuell für Petty GMS, welche eine technische Allianz mit RCR haben. Er ist der 2015er Truck Series Champion. Er ist der Fahrer, dem es am frühesten gelang, in allen 3 NASCAR-Serien Rookie of the Year zu werden. So war er 2015 Truck Series Rookie of the Year, 2016 in der Xfinity-Serie und 2017 in der Cup Series Rookie of the Year. Eric Jones ist am 30. Mai 1996 in Byron, Michigan, geboren, hat 7-mal in der Truck Series, 9-mal in der Xfinity und 2-mal in der Cup Series gewonnen. Nummer 45, Kurt Busch. Kurt Thomas Busch fährt aktuell für 2311 Racing, dem Team von Michael Jordan und Denny Hamlin. Er ist der 2004er Cup Series Champion. 2017 hatte das Daytona 500 gewonnen. 2010 konnte er das Coca-Cola 600 in Charlotte für sich entscheiden. Im Jahre 2000 wurde er in der Truck Series zum Rookie of the Year. 2014 hat er
in der IndyCar Series den Preis Indy 500 Rookie of the Year für seinen 25. Platz beim Indy 500 bekommen. Er ist der ältere Bruder von dem in der Nummer 18 fahrenden Kyle Busch. Kurt Busch ist am 4. August 1978 in Las Vegas, Nevada geworden. Er hat 4 Truck Series Siege, 5 Xfinity Siege und 33 Cup Siege. Dort ist er seit dem Jahre 2000 unterwegs. In den frühen 2000er Jahren hatte er ein Bad Boy Image, was mittlerweile aber fast vollständig verschwunden ist, sodass er mittlerweile auch oft im TV-Kommentatoren-Booth unterwegs ist. Nummer 47, Ricky Stenhouse Jr. Richard Lynn Stenhouse Jr. fährt aktuell für JTG Doherty Racing, welche eine technische Allianz mit Hendrick Motorsports haben. Er hat über die Jahre bei den Fans den Spitznamen Wrecky Spinhouse bekommen, da er für viele Unfälle vor allem auf Superspeedways verantwortlich war. Er ist der 2011 und 2012 Xfinity Series Champion. Er hat einen Cup-Sieg sowohl in Daytona als auch in Talladega. 2010 wurde er der Xfinity Series Rookie of the Year sowie der 2013 Cup Series Rookie of the Year. Ricky Stenhouse Jr. ist am 2. Oktober 1987 in Memphis, Tennessee geboren. Er hat 8 Xfinity und 2 Cup Series Siege. Dort ist er seit 2011 unterwegs. Er ist vor allem als guter, aber sehr aggressiver Super Speedway Fahrer bekannt. Nummer 48, Alex Bowman. Alex Michael Bowman fährt aktuell für Hendrick Motorsports. Er hat über die Jahre mehrere Spitznamen bekommen, wie zum Beispiel den bekanntesten Bowman the Showman, für 5 aufeinanderfolgende Starts in der ersten Startreihe des Daytona 500 in den Jahren 2018 bis 2022. Einer der neueren Spitznamen ist The Hack, der ihn einen ärgerlichen Denny Hamlin verpasst hat, nachdem Bowman ihn in einem Martinsville-Rennen einen ziemlich aggressiven Bump-and-Run gegeben hat, der Denny Hamlin den Rennsieg und fast den Playoff-Einzug gekostet hätte. Alex Bowman übernahm die Nummer 48 vom 7-maligen NASCAR-Champion Jimmy Johnson und ist dadurch immer noch bei vielen Fans sehr beliebt. Er ist am 25. April 1993 in Tucson, Arizona geboren. Er hat 1-mal in der Xfinity-Serie und 7-mal in der Cup-Serie gewonnen. Dort ist er seit 2014 unterwegs. Er hat, genauso wie Christopher Bell, einen Dirt-Background und druckt gerne Zitate, die vor allem negativ gegen ihn gemeint sind, wie eben dieses The Hack, auf T-Shirts und verkauft sie dann, meistens für den guten Zweck. Nummer 51, Cody Ware. Cody Shane Ware fährt aktuell für Rick Ware Racing, welche eine Allianz mit Stuart Haas Racing haben. Er ist der Sohn vom Teambesitzer Rick Ware. Cody Ware ist am 7. November 1995 in Greensboro, North Carolina geboren worden. Er hat keinen Sieg in allen 3 großen NASCAR-Serien bisher erreichen können, ist aber seit 2016 immer wieder in der Cup-Serie im Einsatz. Und zu guter Letzt Nummer 99, Daniel Suarez. Daniel Suarez fährt aktuell für Team Trackhouse, dem Team von Sänger Pitbull, welches eine Allianz mit RCR hat. Er ist der einzige Vollzeit-Nicht-Amerikaner, der in der Cup-Series unterwegs ist. 2016 war er der Xfinity-Series-Champion. Er ist der erste Nicht-Amerikaner, der eine der 3 großen NASCAR-Serien gewinnen konnte. 2015 wurde er der Xfinity-Series-Rookie of the Year. Danny Suarez ist am 7. Januar 1992 in Monterrey, Mexiko geboren worden. Er hat 1-mal in der Truck-Serie und 3-mal in der Xfinity-Serie gewonnen. Er ist seit 2017 in der Cup-Serie unterwegs. Ja, das war ein kleiner Überblick über die aktuellen Vollzeitfahrer in der NASCAR Cup-Serie. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo für den Kanal freuen. Das Video war doch relativ aufwendig. Ich hoffe, ihr habt unten die Timestamps benutzt, beziehungsweise könnt ihr die auch natürlich immer wieder zum Nachgucken benutzen, falls ihr noch mal ein paar Infos haben möchtet zu einem bestimmten Fahrer. Und ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.